Jeder zweite Euro, der verdient wird, kommt aus dem Export. Wir haben unmittelbar ca. 70.000 Menschen sind beschäftigt im Export, direkt und indirekt. Also für die Kernwirtschaft hat es eine extrem wichtige Bedeutung. Die Exportwirtschaft in Kärnten hat im letzten Jahr ein All-Time-High erreicht. Mit 6,7 Milliarden Euro an Exporten ist das der höchste Wert, der je erzielt wurde. Und der Zuwachs im letzten Jahr mit 5,7% ist der höchste aller Bundesländer in Österreich. Kärnten ist erfolgreich. Diese fantastischen Zahlen, die wir von 2014 nun präsentieren konnten, zeigt, dass die Kärntner Wirtschaft gesund ist, dass sie weltweit nicht nur aktiv, sondern weltweit erfolgreich ist. Ich glaube, da kann man nur strahlen. Es ist ein All-Time-High. Wir haben fast 6% plus gemacht. Wir sind unter den Top 3 in Österreich und überhaupt als wachstumsstärkstes Bundesland von allen exportorientierten Bundesländern in Österreich. Also es schaut man kann sehr zufrieden zurückschauen. Der Kärntner Export ist stark, ist eine Stärke des Landes und seitens des Landes als Wirtschaftsreferent werden wir hier mehr Mittel setzen, damit 2016 diese Stärken gestärkt werden. Wir werden 250.000 seitens des Landes setzen und noch einmal verdoppeln durch die Wirtschaftskammer, also rund 500.000 Euro hier in der Aufbereitung des Themas Export, damit mehr Unternehmer hier den Mut bekommen, in den Export zu gehen. Ich glaube, zuerst müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir dieses sehr hohe Niveau weiterhalten. Das ist in dem wirtschaftlichen Umfeld immer sehr schwierig auch. Und natürlich gibt es immer wieder neue Chancen und Potenziale, nur müssen diese auch gesucht, gefunden und genutzt werden. Und genau da wollen wir als Wirtschaftskammer unterstützend tätig sein. Für uns ist der Weg, der vorgezeichnet ist, denn sollte man weitergehen. Man muss diese Stärken weiterhin ausbauen. Ich glaube, auch viele Unternehmen sehen das als Notwendigkeit, dann in vielen Ländern auf vielen Beinen zu stehen. Dementsprechend wird umgebaut, deswegen wird investiert in neue Märkte, in Zukunftsmärkte, in neue Produkte. Und dass wir gut sind, beweisen diese Zahlen.